Die meisten Foto- und Videografen haben eine Sache gemeinsam, und zwar ist das ein Problem. Das Problem, regelmäßig Kunden zu gewinnen. Und vielleicht geht es dir auch so. Du hast wirklich Schwierigkeiten dabei, Kunden zu gewinnen als Foto- oder Videograf. Das heißt, du postest vielleicht auf Instagram, auf LinkedIn oder kontaktierst potenzielle Kunden per Telefon hier und da mal, aber irgendwie passiert nicht das, was du dir daraus erhoffst. Vielleicht bist du auch schon deprimiert, hast schon irgendwie verschiedene Wege getestet, aber hast einfach die Schnauze voll und keine Lust mehr darauf, weil du eben keine Erfolge dabei siehst bei dem, was du machst. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Ich zeige dir jetzt genau die Schritte, die du durchlaufen musst, wie du als Foto- oder Videograf in 2024 wirklich planbar Kunden gewinnen kannst. Jetzt reden wir auch gar nicht mehr lange weiter um den heißen Brei herum, sondern wir kommen direkt zu Punkt Nummer 1, und zwar, du musst dir Referenzen, ein Portfolio, wie auch immer du das Ganze nennen möchtest, aufbauen in dem Bereich, in dem du tätig sein möchtest. Das heißt, du brauchst einfach irgendwas, was du in deiner Hand hast, um auf potenzielle neue Kunden zuzugehen, dass sie sich auch mal ein Bild von deiner Arbeit machen können. Und jetzt ist es natürlich schwierig irgendwie, wenn du ganz am Anfang bist, irgendwie noch gar keine Kunden aus dem Bereich hast, wo du hin möchtest oder generell noch keine Projekte umgesetzt hast, wie du dann solche Referenzen aufbauen kannst. Und hier ist das Stichwort Testkunden. Ich habe auch in meinem Mitgliederbereich für meine Mentoring-Teilnehmer ein ganzes Modul, wo es nur darum geht, wie man Testkunden gewinnt. Aber am Ende des Tages musst du vielleicht 1 bis 3 Projekte einfach mal kostenlos anbieten, in dem Bereich, in der Branche, mit der du zusammenarbeiten möchtest, dass du die Referenzen aufbauen kannst. Aber das Ganze wird dir dann langfristig helfen, wirklich Kunden abzuschließen in dem Bereich, wenn du einfach schon mal Referenzen hast. Und zudem, was man auch noch dazu sagen muss, mit Testkunden, mit denen man mal ein Projekt vielleicht kostenlos umsetzt, daraus ergibt sich ganz, ganz oft eine langfristige Zusammenarbeit oder eben auch ein bezahltes Projekt mit diesem Kunden, für den du mal was kostenlos angeboten hast. Schritt Nummer 2, den du durchlaufen musst, ist das Stichwort Vertrieb. Und ja, ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich keine Lust auf Vertrieb. Du verbindest Vertrieb bestimmt mit was Negativem, weil du diese klassischen Verkäufer kennst. Du hast vielleicht das Bild vor Augen von nervigen, penetranten Leuten, die irgendjemandem was verkaufen möchten. Und so funktioniert guter Vertrieb bzw. Verkauf auch nicht. Deswegen in deinem Vertriebsprozess musst du folgende Punkte beachten. Du musst auf jeden Fall anders sein als die meisten Verkäufer da draußen. Das heißt, heb dich von der Masse ab, sei anders. Und hier ist es eben auch ganz wichtig, dass du eben nicht wie ein Verkäufer wirken sollst. Das heißt, dass du bei deinen potenziellen Kunden auf gar keinen Fall irgendwie mit der Tür ins Haus fällst und direkt sagst, hey, ich bin Foto-Videograf XY und möchtest du Fotos bei mir kaufen? Möchtest du Videos von mir kaufen? Wir können dir ein Video produzieren, wir können dir Fotos produzieren. Für deinen Vertrieb musst du erstmal analysieren, wo hält sich deine Zielgruppe auf. Die sich eher auf Instagram auf Facebook oder auf LinkedIn. Das ist immer ganz spezifisch, wo deine Branche, deine Zielgruppe eben unterwegs ist. Aber mach dir mal Gedanken. Ich denke mal, irgendwie ein Arzt wird weniger auf Instagram sein und durch die Reels scrollen. Den Arzt oder den Geschäftsführer von einer großen Baufirma oder so wirst du vielleicht eher auf Facebook oder auf LinkedIn finden. Sondern wenn du dir jetzt Gedanken darüber gemacht hast, wo sich deine Zielgruppe aufhält, dann kannst du jetzt eben anfangen, deine Zielgruppe zu kontaktieren und hier eben einen authentischen Erstkontakt herstellen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du denen eine Nachricht schreibst, wie gesagt, hey, du bist Fotovideograf und kannst Fotos oder Videos anbieten, wollt ihr Fotos, wollt ihr Videos? Das wird nicht funktionieren, sondern wie gesagt, dass du wirklich mal das Profil, die Webseite und so weiter wirklich analysierst und darauf wirklich eingehst. Bedeutet, du schreibst dann eine Nachricht auf, vielleicht den letzten Post oder auf einen Post, den du gesehen hast oder allgemein über die Webseite oder so bezogen und stellst einfach mal eine Frage, die noch gar nichts mit deiner Foto- oder Videoproduktion zu tun hat. Bei Schritt Nummer 3 ist es jetzt auch wichtig, dass deine Glaubenssätze stimmen, weil wenn die nicht stimmen, dann wirst du auch in deinem Vertrieb, in deiner Kundenakquise keinen Erfolg haben. Was du hier auf jeden Fall verstehen musst, in deinem Vertriebs- oder Akquiseprozess geht es nicht darum, jedem irgendwas andrehen zu wollen, jedem irgendwas auf Krampf verkaufen zu wollen. Weil es ist ganz klar, nicht jeder, den du kontaktierst, braucht vielleicht deine Hilfe oder vielleicht kannst du ihm auch gar nicht helfen. Deswegen, das musst du verstehen, du willst und kannst nicht jedem helfen. Und eine Sache, die du auch verstehen musst, wenn du den Erstkontakt mit einem potenziellen Kunden hergestellt hast, du willst dann, wenn du im Gespräch bist, einfach nur Informationen
Emotionen von der Person. Das heißt, hier willst du immer noch nicht irgendwas verkaufen, dein Angebot pitchen oder sonstiges. Du willst einfach nur Informationen von der Person, dass du selber eben analysieren kannst und rausfinden kannst, ob du der Person denn überhaupt helfen kannst. Und das bringt mich auch schon quasi hier zu dem nächsten Punkt. Und zwar musst du dir nämlich auch sicher sein, dass du deinem Kunden helfen kannst. Ja, und dafür sorgst du eben genau damit, dass du Informationen von dem Kunden bekommst, dass du analysieren kannst, gucken kannst, hey, was macht derjenige schon, wie funktioniert das, wenn das nicht gut funktioniert, kannst du mit deiner Arbeit, mit deinem Mehrwert als Foto- oder Videograf dieses Problem lösen. Und wenn du diese Glaubenssätze auf jeden Fall schon mal verankert hast, wird es dir auch in Zukunft leichter fallen, Kunden zu gewinnen. Schritt Nummer 4 ist eben auch ein Punkt, wie du eben den Kontakt herstellen kannst und den du in deinem Vertriebsprozess eben auch integrieren solltest. Und zwar berate die Leute, anstelle ihnen was zu verkaufen. Und was meine ich jetzt damit? Eigentlich recht simpel. Du kannst jetzt zum Beispiel hergehen und irgendwie die Webseite von deinem potenziellen Kunden analysieren, den Instagram-Account, die Facebook-Seite, den LinkedIn-Account, whatever, und kannst einfach mal ein kurzes Video dazu aufnehmen. Das Ganze muss auch nicht professionell sein oder so, das kannst du ganz einfach mit dem Tool Loom machen. Super easy. Kannst dir einfach einen Account erstellen und einfach eine Bildschirmaufnahme machen mit der Facecam von deinem Laptop zum Beispiel und kannst hier dann einfach zum Beispiel für deinen potenziellen Kunden einfach mal die Webseite analysieren oder den Instagram-Account oder wie gesagt LinkedIn, whatever, und hier einfach sagen, hey, was sie schon gut machen, was sie aber auch auf der anderen Seite deutlich besser machen können. Weil heutzutage ist es leider immer noch so, dass viele Branchen da draußen, Handwerksbranche, Immobilienmakler, Ärzte und so weiter, noch nicht das volle Potenzial aus ihrer Webseite oder ihrem Social-Media-Auftritt rausholen. Deswegen kannst du hier dann einfach mal eine klare Strategie schon mal mit an die Hand geben, was man denn umsetzen könnte und so weiter, und den Leuten dann eben dieses Video einfach schon mal zuschicken. Und damit sorgst du einfach schon mal, dass du im Vorhinein, bevor du irgendwie irgendwas angeboten hast, einfach schon mal Mehrwert mitgegeben hast und die andere Person schon mal was von dir bekommen hat und auch somit merkt, dass du Experte auf einem bestimmten Gebiet bist. Im fünften Schritt ist es dann ganz, ganz wichtig, dass du diese Prozesse, diese Strategien auch irgendwo festhältst und dokumentierst. Und was meine ich damit? Ich empfehle dir, dass du unbedingt ein CRM-System nutzt. Für was steht CRM? Customer Relationship Management. Wir nutzen in beiden meiner Unternehmen, also in meiner Videoproduktionsfirma und meiner Unternehmensberatung, das Tool HubSpot. Das ist komplett kostenlos, kannst du dir einfach einen Account erstellen, kannst hier deine verschiedenen potenziellen Kunden anlegen oder eben auch dann abgeschlossene Kunden anlegen. Sobald du Kontakt aufnimmst auf LinkedIn, Instagram oder so, such die Daten zusammen, erfass sie in diesem CRM-System und protokollier dann eben hier auch, was du gemacht hast. Hast du hier eine Nachricht geschickt? Hast du hier ein Follow-up gemacht? Musst du hier irgendwann ein Follow-up machen? Das ist auch ganz cool. Du wirst automatisch dann, wenn du die Aufgaben erstellst, an Follow-ups zum Beispiel erinnert. Das heißt, du behältst hier einfach deutlich mehr Überblick, als wenn du dir irgendwie gar nichts aufschreibst oder das Ganze irgendwie wild auf irgendwie einem Blatt Papier oder so machst. Das heißt, hier kannst du dir, wie gesagt, alle Vorgänge notieren, die du mit der Person schon gemacht hast, Nachrichten, Anrufe, E-Mails, was auch immer, und eben auch Infos, die du von der Person bekommst, kannst du hier hinterlegen und kennst dich somit langfristig viel, viel besser aus und kannst dich immer wieder schnell erinnern, was die Person dir schon an Infos preisgegeben hat, und hast einfach mehr Überblick, und mehr Überblick führt am Ende des Tages zu mehr Abschlüssen. Und jetzt sind wir auch schon beim sechsten und beim letzten Punkt angekommen und meiner Meinung nach fast einer der wichtigsten Punkte, und zwar, du musst diszipliniert am Ball bleiben. Ich weiß schon, Vertrieb macht vor allen Dingen am Anfang noch nicht so viel Spaß. Man sträubt sich dagegen, man stößt viel auf Ablehnung und so weiter. Aber was ich dir auch sagen kann, wenn du die ersten 10 Kontaktaufnahmen gemacht hast, wirst du wahrscheinlich noch keine Ergebnisse erzielen. Das ist ganz normal. Ganz, ganz wichtig ist es eben, wenn du Leute kontaktiert hast über Instagram, per E-Mail, wenn du jemanden einen Brief gesendet hast, wenn du jemanden ein Video aufgenommen hast, ihm das per Mail geschickt hast oder wie auch immer, ist es einfach wichtig, dass du sogenannte Follow-ups machst. Bedeutet, du erinnerst die Leute dann wirklich einfach nochmal daran, hey, du hast ihnen was zukommen lassen oder du hast ihnen eine Nachricht geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen. Weil du kennst es bestimmt selber, im Alltag, man vergisst sehr schnell irgendwelche Dinge. Deswegen nimm den Hörer in die Hand und telefonier einfach mal nach, frag die Person, ob sie denn zum Beispiel dein Video schon gesehen hat oder nicht. Und Vertrieb ist ein Nummernspiel, ganz klar. Das heißt, je mehr
Videos du versendest, je mehr Kontaktaufnahmen du machst, umso höher, umso mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du eben mit Leuten ins Gespräch kommst. Das heißt, du musst diszipliniert weitermachen. Auch wenn du noch keine Resultate siehst, du musst weitermachen. Je mehr du reinwirfst, umso mehr kommt unten aus dem Trichter, aus deinem Vertriebstrichter wieder raus. Und eine Sache, die du eben noch verstehen musst, du musst nicht heute anfangen und morgen der Top-Vertriebler sein und musst richtig krasse Abschlussquoten haben oder Terminquoten. Ja? Du musst einfach nur schauen, dass du jeden Tag ein ganz kleines Stückchen besser wirst, als du es gestern warst. Und wenn du zum Beispiel jeden Tag nur 1% besser wirst, dann bist du am Ende des Jahres 365% besser, als du am Anfang von dem Jahr warst. Es freut mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin das Video angeschaut hast. Und wenn du jetzt sagst, hey, du hast genau dabei Probleme, Kunden zu gewinnen, hochpreisige Kunden zu gewinnen, weißt nicht, wie du die Kunden kontaktieren sollst, wie du Kunden abschließt oder du einfach nicht mit den Kunden zusammenarbeitest, mit denen du eigentlich arbeiten möchtest, dann check jetzt mal den allerersten Link in der Videobeschreibung aus. Da kannst du dich nämlich kostenlos für ein ganz unverbindliches Erstgespräch mit mir persönlich oder jemandem aus meinem Team bewerben, wo wir uns einfach mal deine aktuelle Situation gerade anschauen, uns angucken, wo du stehst, wo du hin willst und was so die nächsten Steps bei dir konkret werden. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn du wieder was lernen konntest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dass du keinen Content mehr hier auf meinem YouTube-Kanal verpasst und natürlich einen Daumen nach oben gibst, dass das Video hier besser ausgespielt wird. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Tobi Obermeier. Ciao.